Und weiter geht's mit Inuyasha. Jetzt geht's weiter. Die Musik will als nicht so. Hm? Sie hasst uns. Ich bin jetzt gespannt, was uns erwartet. Ich kann es mir denken. Ich hoffe, dass es... Ja, so viel dazu. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind, wollte ich sagen. Das richtige Event, das jetzt kommen sollte, auch kommt. Das wäre praktisch. Because I'm really, really tired of being lost. Oh Gott, ja. Endlich den Abschnitt verlassen. Und ja. Gleich in die nächsten Dämonen reingelaufen. Die hier überall verteilt sind. Autsch. Ja, ich töte mich gerade selbst. Mit meinem Mikrofon. Ja, okay. Und zack. Ja, Kagome kann das mittlerweile alleine. Ich will ich noch nicht benutzen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Mirock das alleine schafft. Nein. Typisch. Sango kann das alleine. Und ein Level-Up für Sango. Sango-chan. Mal wieder checken. Ja, 42, 40. Jetzt auf 36 und 40. Also langsam kommen wir dem eigentlichen Optimal-Level näher. Oh, was ist das? So. Ja, gerade spielt mein Internet ein bisschen verrückt. Und meinte, es müsste sich jetzt ausloggen. Warum, weiß ich nicht. Könnte mit diesem lustigen Computervirus zu tun haben, den ich letztens gelöscht habe. Ich glaube, der hat so einiges an Daten kaputt gefressen. Ach, Mirock auch. Level up. Deswegen mache ich jetzt lieber Inuyasha erstmal fertig. Und versuche das dann ganz schnell hochzuladen. Oh, he's back. Shishomaru. So that's the demon who's after the Kamui. You run into Gorai? Why didn't you stop him? He's no more than mere half-breed. He isn't even worth killing. He's a half-breed? Are you serious? How pitiful that you didn't even notice. Yes, he's a half-demon, just like you. No wonder. I thought it was strange that a regular demon would use a demon army to take over the world. In the end, he was just a demon with a human lust for power. It all makes sense now. Half demon against half demon. Why don't you go settle this with your own hands, Inuyasha? Always happy to meet him. Oh Gott, ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Jetzt doch zu Dadara. Das heißt, wir testen jetzt wieder ein bisschen rum. Und werden uns nochmals mit Hachi in die Northern Lands begeben. Wenn wir Hachi finden. Run, Janice.
Be a good girl and run faster. Ich glaube, die sind hier nicht so praktisch zum Leveln. Wobei... sind sogar jetzt stärker geworden, ja? So, machen wir es mal so. Zack. Und du kriegst das hier verpasst. Und einmal hier. Und the last one. Yay. Ich muss jetzt nur den Weg finden. Okay, das wird nichts. Ja, wir rennen jetzt ein bisschen useless durch die Gegend. Aber da werden die anderen noch ein bisschen gelevelt. Das ist immer gut. Hoppla, nein. Warte mal, Charge. Ach, das war das, okay. Das können wir eigentlich erst aber auch nochmal zeigen. Das habe ich die ganze Zeit nicht gezeigt, ne? Totally forgot. Ja, so we can't charge. As you have seen it now. Oh Gott, das Game trollt mich gerade. Ich weiß gar nicht, kann man, das konnte man aber, wie man sieht, nur mit einem jeweils machen. Das dauert immer so oder ewig lange. Ich glaube, das zieht auch mehr? Ja, ne? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oder zieht das zwei Magic Points ab? Okay. Ja, müssen zwei abgezogen haben. Ja, er kann das zum Beispiel nicht. Ich habe jetzt aber nicht drauf geachtet, ob Sango kann das auch, oder? Ne, Sango hat Attack and Shoot. Da sieht man mal wieder, wie gut ich auf die Details hier gerade achte. Ich würde gerne vorankommen. Oh! Oh no! We are human Inuyasha again. Und jetzt geht meine Tastatur flöten. Yay! Autsch. Oh, Autsch. Schön. Oh, I love this human in Inuyasha sprite. It looks so epic. Ah, das funktioniert hier. Foxfire? Yep. Ja, doch, er kann hier das noch, ne? Bringt aber bei ihm leider nicht so viel. Ja, und sie hat Shoot und Attack. Und hier Red Kotsu. Ich finde eigentlich schade, dass Sango hier nur eine Attacke hat. Ein Skill. Hm.
Dann sind die zwei hoffentlich hops. Jupp. Und auf den werden wir jetzt irgendwie zu dritt einschlagen. Oh, das war einer von den Schwachen, okay. Ah, Janice Level Up. Ja. Ach Gott, Leute, ich komme heute nicht mehr voran. Und dann haben wir auch noch Inuyasha. Ach, schön. Na komm. Wir escapen mal. Einfach weil Faulheit. Natürlich klappt es nicht. Es dauert länger als wenn ich die jetzt kaputt machen würde. Ich glaube, das machen wir das nächste Mal nicht mehr. Nein, Escape Mode ist vor allem auch, wenn sie, glaube ich, kurz vorm Final Blow stehen, ne? Ach ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Schwächeren wieder sind. Nein, es sind immer noch so die mittelstarken Viecher. Ja, die werden jetzt stärker. Das ist interessant. Klappt das so, ja. Aber Shippo noch nicht strong enough. Und hops. Sangochan, level up. Haben wir heute noch irgendwo ankommen? Nein, wir kommen heute nirgendwo mehr an. Und es wird gerade echt bescheiden. Ich glaube, ich versuche gleich mal das Kasana. Sobald Mirok dran ist. Ach ja. Wenn es mir Rocket Run ist, sind die Monster schon kaputt. Ja, jedenfalls ein paar davon. Wind Tunnel. Oh, los. Ich wollte alle tot haben. Mirok und Kaguma? Level up? Mirok habe ich es gesehen. Das war. Oh Gott. Sarah's Lair. Ansonsten suche ich jetzt mal schnell Hachi und dann sehen wir es gleich wieder. Und da fliegen wir in die Northernlands. Hopeful. We will find the right way now. Well then. Flying back to land? No. Well, how about fly around? Yes. Ich werde jetzt noch einmal hier zum Tempest Tower fliegen. Das war nicht der Weg. Spielpause drin gehabt. Keine Ahnung, was. Hier war nichts. Was war das noch gleich? Das war der Eingang zum Berg. Ich will jetzt nochmal alles abfliegen. Von daher. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Na, ja, das war hier durch den Demon Fortress. Da ist auch so weit nicht, das ist der Devil's Shrine.
Da sind unsere Freunde Mitsu und Lugi. Und da hinten ist das andere Dings. Und ja, ich hoffe jetzt, dass wir irgendwie hier mal vorankommen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht mehr. Da sind wir doch. Da hat uns wirklich Gorai gefehlt. Und wie gesagt, ich habe in der Komplettlösung nachgelesen. Und da steht nichts davon drin, dass wir nochmal zu Gorai müssen. Das ist echt fail. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder.